Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie man dieses schöne Smashbook für den Sommerurlaub machen kann. Folgendes Material wird benötigt: Cardstock und zwar in den Größen 2x30,5x30,5 cm und 7x30,5x23 cm. Motivpapier in der Größe 30,0x20,5 cm und das Ganze 18-mal. Einmal transparente Folie in der Größe 30,5x23 cm, eine Bindemaschine und Ringbindung oder ein anderes Bindesystem eurer Wahl. Dann noch Alpha-Sticker und doppelseitiges Klebeband und/oder Alleskleber. Dann fangen wir auch mal an. Und zwar nehmen wir das Motivpapier und kleben es auf dem Cardstock, der 30,5x23 cm groß ist, auf. Ich habe den Cardstock nun schon einmal vorgelocht und zwar habe ich jeweils oben und unten an dem Papier sechs Ringe bzw. sechs Löcher für Binderinge eingefügt, so dass oben und unten eine Bindung angefügt werden kann. So, nun beklebe ich den Cardstock jeweils auf der Vorder- und auf der Rückseite einmal mit einem Bogen Motivpapier. Wie wir bei den größeren Bögen Cardstock vorgehen, zeige ich dann gleich noch einmal. So kann das Ganze nun zum Beispiel aussehen. Ich habe ganz viele verschiedene Papiere verwendet, die ich schon ewig in meinem Schrank habe und nicht so recht eine Verwendung dafür hatte. Und bei diesem Album müssen die Papiere auch nicht unbedingt zueinander passen, sondern können kunterbunt sein. Ja, nun nehmen wir noch den größeren Bogen Cardstock, den wir auch zweimal haben. Und hier wird eine Faltlinie bei 23 cm gezogen, sodass die Seite dann genauso breit ist wie auch die anderen Seiten. Und wir werden hieraus eine Tasche anfertigen. Wenn ihr nun kein Falzbrett und kein Falzbein zur Hand habt, könnt ihr dieses auch mit einem Lineal messen und das Ganze dann einfach umknicken. Dabei muss man jedoch ein bisschen vorsichtig vorgehen, sodass das Papier dann nicht reißt. Nachdem alle Falzlinien gezogen sind, beziehungsweise ist es ja nur die eine, aber bei beiden Papieren, kann das Ganze umgeknickt werden und wir wollen dann hier eine Lasche bzw. eine Tasche formen. Und hierfür bringen wir einmal am oberen und am unteren Ende ein Streifen doppelseitiges Klebeband an. Wenn das Klebeband angebracht ist, kann man sich entscheiden, ob man entweder die Tasche gleich festklebt oder ob man vorher noch etwas Motivpapier unter der Lasche anbringt, so dass das Ganze dann ineinander übergeht. Also ich habe mich dafür entschieden, erst einmal das Motivpapier festzukleben und dann einfach die Tasche darüber zu machen. Ansonsten muss man das Motivpapier dann entsprechend der Größe noch zurechtschneiden und kann dann auch noch einen Streifen auf der Tasche anbringen. Ich lasse diese jetzt einfach weiß, weil ich finde, dass das ein sehr schöner Kontrast ist und man dann auch gleich sieht, dass sich dort eine Tasche befindet. Wie gesagt, ich klebe jetzt hier einfach das Motivpapier einmal fest. Ich mache das immer so, dass ich das mit doppelseitigem Klebeband einmal umrande und in der Mitte noch so einen kleinen Streifen stehen lasse, beziehungsweise auch aufklebe und so dann die Seite befestige. Dieses mache ich jetzt bei beiden Seiten, die diese größere Größe haben, also bei denen das Papier 30,5 x 30,5 cm groß ist, was übrigens 12 x 12 Zoll ist, wer lieber in Zoll misst. Ja, auf jeden Fall kleben wir das jetzt einmal fest. Sobald das Motivpapier dann festgeklebt ist, kann dann auch die Tasche einfach rübergeklappt werden und dann auch oben und unten noch einmal angedrückt werden, so dass die Tasche dann fest ist. Wenn wir das nun alles erledigt haben, also das Motivpapier überall angebracht ist, nun sollten alle Seiten vergeben sein, sag ich mal so, und ja, alles zusammengefügt ist, also man kann sich jetzt entscheiden, wie man die Seiten miteinander verbinden will. Dann wird noch die Klarsichtfolie, die ich ja auch aufgezählt habe, in den benötigten Materialien
hinzugefügt, über die erste Seite und dann kann das Ganze schon in die Bindemaschine und zu einem Album zusammengebunden werden. Dieses habe ich jetzt einmal außerhalb der Kamera gemacht und zeige euch das jetzt einmal hier. Da ja jeder eine andere Bindemaschine hat oder viele eine andere haben, habe ich das jetzt einfach außerhalb der Kamera gemacht. Wer da Interesse hat, dem kann ich das gerne auch noch einmal so erklären per Nachricht oder auch ein separates Video machen, wenn das gewünscht ist. Ja, dieses hier ist jetzt die Titelseite und dann kann man das Album so aufblättern. Bei mir ist diese Tasche auf der ersten Seite und die zweite habe ich dann auf der letzten Seite angebracht, so dass hier dann jeweils einige Kärtchen oder Andenken oder was auch immer untergebracht werden können oder auch die Fotos, die noch nicht in dem Album eingeklebt sind. So, ich zeige euch jetzt einmal, wie mein Album von vorne bis hinten aussieht. Also bei einem Smashbook geht es auch darum, dass man jetzt nicht so viele Taschen und Fächer und was weiß ich alles einfügt, wie bei einem Mini-Album gegebenenfalls, sondern hier sollen einfach die Seiten dastehen und auf denen sollen dann kleine Layouts oder kleine Texte oder was auch immer angebracht werden. Ich zeige am Ende des Videos auch noch ein kleines Beispiel, wie ich so eine Seite gestalten möchte. Nun sind wir auch schon bei der Gestaltung des Covers angelangt. Ich werde hier jetzt nicht viel machen, sondern einfach mit Alpha-Stickern das Wort Sommer und 2016 aufkleben, da dieses Album für den Sommer 2016 bzw. für den Urlaub in dem Sommer stehen soll. Und das Cover spricht eigentlich schon für sich. Also da sind auch Urlaubsthemen behandelt und eigentlich sind das solche Journaling-Kärtchen, die man ausschneiden kann. Ich habe das jedoch als ganze Seite gelassen. Weil ich dieses Album auch eventuell mitnehmen möchte, gestalte ich da jetzt nicht so viel auch auf der Coverseite, beziehungsweise auch so nicht so viel, was eventuell abfallen oder rausfallen kann. Und es soll ja auch nicht allzu schwer werden. Also es ist schon an sich ziemlich schwer aufgrund dieser ganzen Pappe, beziehungsweise des Cardstocks, dem Motivpapier und dann noch diese Folie, die ja auch sehr, sehr dick ist. Und so soll dann nicht noch ein zusätzliches Gewicht angebracht werden. Zur Gestaltung der einzelnen Seiten können dann kleine unterschiedliche Extras angefertigt werden. Ich zeige euch jetzt einmal gleich ein Beispiel dafür. Und dafür habe ich nun die ganzen Papierreste, die ich beim Zurechtschneiden des Motivpapiers übrig hatte, zur Hand genommen und dann ein bisschen damit gearbeitet. Man kann daraus auch noch viele andere tolle Sachen machen, aber ich habe mich jetzt für eine Variante entschieden, die ich jetzt in diesem Video zeigen möchte. Eventuell werde ich auch später noch zeigen, wie ich die Seiten in diesem Album gestalte und ab und zu ein Video dazu machen. Und auch hier werdet ihr dann noch Resteverwertung von Papier sehen. Wähle nun die erste Seite aus, auf der man ja etwas hineinstecken kann, weil ja dort diese Tasche angebracht ist. Und zwar habe ich diese Seite auch bewusst schwarz-weiß gehalten, weil ich fand, dass das dann gut zu gestalten ist. Also da passt wirklich alles dazu. Man kann bunte Farben dazu verwenden, aber auch schwarz-weiß, je nachdem, was man gerade zur Hand hat oder was man gerade verwenden möchte. Und da fand ich das dann sehr passend, das für so eine Seite auszuwählen. Auf jeden Fall haben wir ja jetzt hier die Tasche und dann werde ich jetzt so kleine Kärtchen anfertigen, die man in dieser Tasche unterbringen kann. Dort kann man sich Notizen machen zu dem, was man erlebt hat an einem bestimmten Tag, wenn man das Album nicht gleich an dem Tag, an dem man die Sache erlebt hat, gestalten möchte. Ich habe mich entschieden, dafür solche Spielkarten zu verwenden. Die waren ein Werbegeschenk und daraus habe ich schon ein anderes Projekt angefertigt. Und hier werde ich nun diese Karten einfach auf Motivpapier aufkleben
und dann einmal drumherum schneiden, sodass eine Seite dieser Karte mit Motivpapier bedeckt ist und diese dann jeweils auf den Seiten angebracht werden kann. Praktischerweise passt es auch ziemlich gut, dass eine Spielkarte ziemlich genauso lang ist wie die Breite der Reste, die beim Schneiden übrig geblieben sind bei diesem Album. Wenn ihr jetzt keine Spielkarten zur Hand habt, macht das natürlich auch gar nichts. Man kann einfach das Motivpapier doppelt nehmen oder man kann auch einfach die Karten nur aus Motivpapier machen. Die sind dann natürlich nicht so stabil wie jetzt, wo ich noch diese Karten als Untersatz nehme und dieser 3D-Effekt ist auch nicht so stark, aber man kann sonst auch Pappe nehmen von irgendwelchen Verpackungen oder was ihr gerade so zu Hause zur Hand habt. Da braucht man jetzt auch nicht extra was für kaufen, sondern einfach irgendwie das Motivpapier verstärken oder einfach doppelt nehmen. Wenn die ganzen Karten dann ausgeschnitten sind, kann man die vorne, wie gesagt, in dieser Tasche oder Lasche, wie auch immer, unterbringen. Aber ich zeige euch gleich auch noch eine weitere Unterbringungsmöglichkeit für solche kleinen Extras. Auch hier kann man dann noch Fotos, die noch nicht eingeklebt wurden, aber in dieses Album sollen, unterbringen. Hier seht ihr nun einige meiner ausgeschnittenen Kärtchen. Und die stecke ich nun einfach mal hier rein, sodass ihr sehen könnt, wie ich das meinte. Nun möchte ich auf der ersten Seite bzw. auf der Rückseite des Covers noch einige Briefumschläge aufkleben, sodass auch hier einige Extras verstaut werden können, wie ich es eben schon erwähnte. Und wie man sieht, fallen diese Kärtchen aus dieser Lasche auch ziemlich leicht raus, wenn dort noch nicht so viel drin steckt. Je mehr Inhalt denn dort drin steckt, desto besser hält das Ganze auch. Ich habe hier jetzt einfach solche kleinen Briefumschläge zur Hand genommen und schneide hier jetzt diese Klebelasche mit einer Schere einmal ab, weil ich gerne möchte, dass der Umschlag dann geöffnet ist und sich nicht schließen lässt. Man kann ja auch so etwas reinstecken und das finde ich jetzt für diesen Zweck am besten geeignet. Dieses mache ich jetzt einmal mit zwei Umschlägen und die werde ich übereinander ankleben, sodass dann genug Platz ist für alles, was man so verstauen möchte. Wenn dann diese Umschläge angebracht sind, man kann diese übrigens auch sehr gut auf der letzten Seite des Albums anbringen oder vorne und hinten, je nachdem, wie viele Staufächer man denn haben möchte. Und ja, wie gesagt, wenn wir dann damit fertig sind, ist das Album an sich auch schon fertig. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht allzu viel gestalten, sondern das soll dann einfach passieren, wenn ich die einzelnen Seiten jeweils mit Fotos oder auch kleinen Notizen oder Eintrittskarten oder was auch immer gestalte und dann wird auch mehr Deko angebracht. Eine Beispielseite seht ihr dann gleich, wenn diese Umschläge aufgeklebt sind und dann könnt ihr euch daran eventuell etwas orientieren. Ja, ich möchte euch auch nochmal mitteilen, dass dieses Video ein Teil der Kooperation mit den grenzgenialen YouTubern ist. Ihr seht am Ende dieses Videos noch die Thumbnails von den anderen Mitgliedern dieser Gruppe, die in diesem Monat mitgemacht haben. Und bitte schaut doch auch einmal bei denen vorbei, die werden sich sehr, sehr darüber freuen. Und wenn ihr auch YouTube-Videos macht, könnt ihr auch gerne in der Facebook-Gruppe vorbeischauen. Ich habe einen Link im Infofeld unter diesem Video angebracht und dort kann jeder gerne einmal vorbeischauen. So, nun sind die Umschläge auch gleich angebracht und dann sind wir mit dem Album fertig.
So, hier seht ihr noch einmal die Lasche hinten. Dort können, wie gesagt, auch noch Dinge untergebracht werden. Und hier ist nun die Seite, die ich gestaltet habe. So sieht sie aus. Und zwar habe ich hier zwei Fotos angebracht. In der Mitte seht ihr dann so ein Kärtchen, was ich ja ausgeschnitten hatte aus diesen Spielkarten. Unten rechts ist ein bisschen Text. Oben sind noch ausgestanzte Teilchen, ein bisschen Spitzenborte und ein Schriftzug. Das war's dann auch. Und jetzt danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.